In der fünften Spielminute ist es dann doch soweit. Schade, denn jetzt ist es eben den Schweizern gelungen, da das Spiel etwas ausgeglichen auch zu gestalten. Dann aber diese individuelle Klasse eines Kirill Slipets. Wow. Also, ja, und jetzt die Russen gleich wieder komplett und mit dem 2:0. Nikita Shashkov. Ah, schade. Schweizer mit Möglichkeiten bei diesem Überzahlspiel zum Ausgleich. Und dann genau in dem Moment, in dem die Russen wieder zu fünft sind, obwohl es das hier gar nicht braucht. Denn Nikita Shashkov macht dieses Ding gleich selber und trifft zum 2:0. Janik Prischweiler gegen Russland im Gruppenspiel mit einem Tor und einem Assist. Und hier fällt das erste Tor für die Schweiz. Tor! Zum 1:2. Ist es Le Coultre und dann Nussbaumer, der verkürzen kann. Zweites Tor von Valentin Nussbaumer. Romanov. Und hier kein Offside. Klim Koste in Tor. 3:1. Ja, und provozieren kann er. Ich habe es angedeutet. Wir haben da kein Blatt vor den Mund. Bezüglich Comtois bei den Kanadiern. Und schade hier, kurz nach diesem Timeout. Und dieses Mal war es wohl kein Offside. Ginisienka, der die Scheibe mitnimmt. Und dann der Schlenzer von Klim Kostin. Durchgesetzt hat, groß abgelenkt, die Scheibe, Möglichkeit auch hier an den Pfosten. Sie gehört, jetzt ist sie drin, Tor. Janik Prischweiler. Jetzt hat er also heute sein Tor gegen Russland. Und das gibt neue Energie, definitiv. Hier Pech, zweimal Pech für Sigrist und dann, wow. Den musst du dann auch noch in der Hitze des Gefechtes erst einmal treffen. Prischweiler, Volley. Und ohne Stock kann dann Pyotr Kochetkov nichts mehr ausrichten. Die Schweiz ist wieder dran. Ein Torunterschied. Slipets, so, der ist durch, der geht durch. Und er trifft schon wieder. Dieser Kirill Slipets, er macht's wieder, wie im ersten Drittel. Unglaublich, diese Stocktechnik. Sowohl beim 1:0 wie auch hier beim 4:2. Er findet die Lücke immer bei Hollenstein. Sucht Kochetkopf. Dann aber hier die Möglichkeit, alles klar zu machen. Und ja, der ist drin. Ja, wer dann sonst außer Kirill Slipets?